Hallihallo und damit herzlich willkommen im Train Simulator. Die Reise wird Sie nun nach Linz führen, und zwar mit einem Personenzug. Das wird sicherlich eine interessante Fahrt. Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen auf der neuen Strecke zwischen Passau und Linz. Die Fahrt führt uns vom Welzer Hauptbahnhof in Richtung Linz und unterwegs nehmen wir sämtliche Bahnhöfe bzw. Haltepunkte mit. Hintendran hängen die Wagen vom City Shuttle und an denen öffnen wir direkt die Türen, damit unsere lieben Fahrgäste hier zusteigen können. Dann bewegen wir uns mit der Kamera noch einmal vor in die Lokomotive und rüsten das gute Stück auf, zumindest das, was aufzurüsten ist. Die Instrumentenbeleuchtung wird mit der Taste I eingeschalten, die Taste L aktiviert das Führerstandslicht. Weiter geht es mit dem Fahrtrichtungswender, der wird in Vorwärtsstellung verlegt und mit der Tastenkombination Steuerung und Numpad Enter können wir uns die PZB hinzuschalten. Die LZB ist bei dem Fahrzeug standardmäßig aktiviert und das Licht wird mit der Taste H eingeschalten, beziehungsweise auch in den unterschiedlichen Lichtkonfigurationen durchgewechselt. Was das Zugschlusslicht oder die Zugschlusstafeln angeht, die sollten eigentlich automatisch gesteckt werden, beziehungsweise automatisch leuchten. Wir gucken mal ganz kurz nach. Das ist mittlerweile auch der Fall. Hinten zwei rote Lämpchen, die den Zugschluss markieren. Dann in Fahrtrichtung, der hintere Stromabnehmer ist gehoben, stimmt auch. Und dann können wir eigentlich mit 10.16.027 aus dem Welser Hauptbahnhof ausfahren. In den Führer schon reingesetzt, die Lokbremse gelöst, dann langsam Zugkraft aufschalten und mit dem Zug aus dem Bahnhof rausfahren. So, die Zugkraftanzeige hier drüben vielleicht jetzt nicht ganz so genau nehmen, das ist eher ein, geschätzter oder gefühlter Wert hier in der Simulation. Und dann machen wir es auch mal so, dass wir uns hier aus dem restriktiven Modus aus dem Startprogramm der PZB befreien. Ja, normalerweise wird das in Österreich abgewartet, aber wir wollen jetzt hier direkt mit 130 aus dem Gleis herauszischen und legen deswegen auch direkt den Hebel ein Stückchen nach vorne. So, außerdem können wir noch die AFB aktivieren. Dazu setzen wir aber wieder erst die Geschwindigkeit hier auf 160 km pro Stunde fest. Und dann, jetzt muss ich selber überlegen, ich glaube mit Shift und A, mit Shift und A wird die AFB aktiviert. Optional kann das aber auch hier unten über diesen Drehknauf gemacht werden. Da ist so ein Drehschalter dran. So, jetzt dürfen wir hier auch 200 fahren direkt. Aber der ist leider nicht so genau einsehbar. Also hier unten befindet er sich, für diejenigen, die das dann eben manuell aktivieren möchten. So, die 160er Marke ist auch gleich geknackt. Der Taucher selbst ist auf jeden Fall für 160 zugelassen. Die Geschwindigkeit sollte eigentlich auch noch mal ganz kurz hier oben angeschrieben sein. Hier steht jetzt VMAX 160 drin. Soweit ich weiß, ist der Taurus eigentlich auf 230 zugelassen, ne? Aber na gut, 160 hat er auf jeden Fall allemal. Hinten dran, die City Shuttle Wagen, die sind tatsächlich nur für 160 zugelassen. Mit denen können wir leider nicht schneller werden. Müssen wir aber auch gar nicht. Das reicht für so einen, Regionalzug, eine Regionalbahn allemal aus. So, hier vorne leuchtet es grün. Auf 130 sollen wir auch gleich runterbremsen. Und zwar in circa 1,5 Kilometern. Deswegen nehmen wir schon mal die Leistung raus. So, lassen Sie Lokomotive ein Stückchen rollen. Und dann ab dem Signal setzen wir mal so langsam den Bremseinsatzpunkt. Oh, LZB Ende. Mit der Freitaste noch quittieren. So, und den Rest machen wir noch ein bisschen mit der E-Bremse. Da können wir die Geschwindigkeit auf jeden Fall gut regulieren. Die E-Bremskraft bei dem Taurus ist nämlich so groß, dass sie wirklich den gesamten Zugverband relativ schnell runterbringt. So, dann lösen wir hier mal wieder aus. So ungefähr bei 105. Den Rest sollte dann der Windwiderstand machen. Na, nicht ganz. So, dann Ankündigung Langsamfahrt. Ganz wichtig, jetzt sind wir wieder aus der LZB raus, müssen uns also auf die PZB wieder konzentrieren.
Komischerweise ist auch der LZB-Austritt relativ früh gewesen, aber na gut. In Deutschland ist es eigentlich immer so, dass die am Signal meistens endet oder eben an der LZB-Tafel. Also unter 80 sind wir auch schon. Und dann am Bahnsteig anfangen, bremsen wir nochmal rein, um den Zug eben zum Stehen zu bringen. Ganz wichtig, wenn jetzt hier auch die 85 alleine leuchtet, dann ist das Überwachungssystem auf die 85 km pro Stunde eingestellt. Würden wir also jetzt schneller werden als 85, dann würden wir eine Zwangsbremsung bekommen. So, wir bremsen jetzt runter. Am Bahnsteig 2 halten wir an. Und der Ausstieg erfolgt für alle Fahrgäste, die aussteigen möchten, natürlich in Fahrtrichtung rechts. Zack. So, auf der rechten Seite die Türen freigeben. Mit der Taste T. Die Tür oder die Seitenvorwahl erfolgt hier automatisch. Es genügt, wenn man die Taste T drückt und dann öffnen sich eben wahlweise die Türen auf der rechten, linken oder auf beiden Seiten. Ja, hinten dran hängt jetzt leider gar kein Steuerwagen. Den gibt es aber für den City Shuttle auch. Kann man sich optional bei, ich glaube, Railbox Austria herunterladen. Müsste sogar Freeware sein. Und ja, die City Shuttle Wagen, die werden hier auch von RSSLO direkt mitgeliefert. Auch hier sehr bündig heute gehalten, ne? Mit der Bahnsteigkante. Das ist wirklich, so 1-2 Zentimeter, die wir da haben, gerade noch zum Aussteigen. Aber es reicht, der Bahnsteig kann problemlos erreicht werden. So, wir setzen uns wieder in den Führerstand hinein, lösen die Bremsen schon mal ein Stückchen aus. Und ich glaube, die Türen, genau, die haben sich sogar schon von selbst geschlossen. So, Bremse löst, leichte Leistung schon aufschalten. Und dann die Zugkraft erhöhen. Ganz wichtig, die 85 blinkt hier vorne noch. Können wir ganz kurz das Führerstandslicht abschalten, dann sieht man es ganz gut. So, ich möchte aber mit Licht fahren, das ist einfach angenehmer. Und dann geht es hier höchstwahrscheinlich mit 80 aus dem Gleis wieder raus. Zugbeeinflussung. Nee, 60, okay. 60er Ausfahrt. Na gut, war ja auch so angekündigt eigentlich am Vorsignal. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass man die Weichen hier mit 100 theoretisch hätte befahren können. Und dass man uns deswegen eben eine 80er Ausfahrt gibt, aber nein. Man hält sich da wirklich direkt an die Geschwindigkeit, wie sie eben vorgegeben wurde. Also signaltechnisch. So, grüß dich, Kollege. Ja, normalerweise auf- oder abblenden. In der Schweiz ist es zum Beispiel auch üblich, dass man sich da mit dem Führerscheinslicht grüßt. Das wird dann gerne ein- und ausgeschalten. Oder eben ganz klassisch einfach rüberwinken in den anderen Führerstand. So, wir nehmen Geschwindigkeit auf. Der Taurus wird wieder zur Höchstleistung gefordert. Diese wunderschöne rote Farbgebung. Und ja, direkt auch wieder die Aufnahme in die LZB. Das wird jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit so ein bisschen, ich sag jetzt mal, hin und her pendeln. Dass wir immer wieder in die LZB aufgenommen werden und rausfliegen, je nachdem eben, ob da die Möglichkeit auf eine LZB-Führung besteht oder nicht. Na, ein bisschen mehr E-Bremskraft können wir gebrauchen. Und den Rest machen wir dann mit der Luftdruckbremse. Auch sehr schön, die Haltepunkttafeln wurden hier oben mit eingebaut, dass wir rechtzeitig auf den Haltepunkt hingewiesen werden. Ja, und der Zug bremst wirklich exzellent, muss man sagen. Und fürs nächste Mal können wir uns auch merken, dass wir etwas später abbremsen.
Das Problem ist halt jetzt auch, ich fahre die Strecke hier zum ersten Mal und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo hier welcher Haltepunkt liegt. Deswegen, da ich keinen richtigen Fahrplan leider hier zur Verfügung habe, jetzt in Österreich eben relativ üblich, dass die per ja, entweder Tablet oder als Buchfahrplan ausgeliefert werden. Und ja, da ich eben einen solchen leider nicht zur Verfügung habe, muss ich eben das F3 Head-Up Display nutzen. Was ich immer an dem Head-Up Display so ein bisschen schade finde, ist eben, dass man die genaue Positionierung des Bahnsteigs schon sieht und wie man sich eben ja, darauf hin nähert. Das ist ein bisschen schade, weil das macht das Eisenbahnfahren, ich sag mal, ein bisschen zu einfach eigentlich. Da fehlt so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Nervenkitzel, dass man relativ schnell an den Bahnsteig heranfährt etc. Das geht damit so ein klein wenig verloren. So. Türchen offen. Möchte scheinbar gar keiner rein oder raus. Und ja, das Problem ist eben auch, man kann sich nicht nur auf die Haltepunkttafeln im Spiel hier konzentrieren, weil Haltepunkttafeln gibt es nicht überall. Haltepunkttafeln sind manchmal sehr sporadisch aufgestellt und ja, man könnte meinen, die stehen manchmal nur an ausgewählten Haltepunkten oder Bahnhöfen, je nachdem. So, Bremsen lösen. Lokbremse, ja, belassen wir hier dauerhaft in Lösestellung gleich. Leichtleistung aufschalten. Und dann lösen wir uns ganz langsam mit dem Zug von Ort und Stelle. So, erst den Zug ein bisschen strecken und dann können wir ruhig Leistung drauf geben. Ja, also mit rund 300 kN sollte natürlich kein Triebfahrzeugführer in Realität anfahren. Aber ich kann dir eins versichern, wenn wir wirklich mit 300 kN anfahren würden, dann würde sich der Tachometer hier auch ein bisschen anders verhalten. Deswegen nicht wundern, aber in der Simulation ist es halt hier alles, ja, nicht ganz so genau genommen. Es ist ja ein Spiel, es ist ja im Grunde genommen keine haargenaue Ausbildungssimulation. Erwähne ich auch immer gerne wieder, weil der ein oder andere meint eben, ja, davon ausgehen zu müssen, dass es eben eine Ausbildungssimulation etc. sei. Was macht denn die Lokomotive jetzt? Okay, sie drückt uns auf 120 runter. Zug beeinflussen. Okay. Ja, nicht so gut. Wir sollten natürlich bestenfalls gleich die 100 fahren. So, dann müssen wir sowieso noch ein Stückchen runterbremsen, weil einerseits kommt ein Haltepunkt und andererseits müssen wir natürlich die Bremskurve mit der 85 einhalten. Aber wieso werden mir dann denn hier 130 vorsignalisiert in der Führerstandsanzeige? Das ist auch manchmal ein bisschen komisch. Mit 60 an den Bahnsteig ran, dann sollten wir auf jeden Fall gut abbremsen können. Können wir auch hier unten mal ganz kurz schließen. Und ja, auch sehr schön, man hat hier definitiv auf Details geachtet. Diese kleinen Geländer hier unten, um eben das Überschreiten der Gleise zu verhindern, die wurden auch mit aufgestellt. Und ich weiß nicht, aber in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass gerade auch in der Realität immer öfter Menschen meinen, Gleise überqueren zu müssen. Weshalb ich das hier mit diesen Geländern als eine ganz gute Idee finde. Wobei das die meisten sowieso, ja, auch wahrscheinlich eher weniger daran hindern dürfte, Gleise zu überqueren. Aber immerhin, es ist eine kleine Barriere. Weil so oft, wie ich in den letzten Tagen irgendwie Menschen oder Personen im Gleis gesehen habe, teilweise sogar mit dem Fahrrad über die Gleise oder mit Hunden, kann ich wirklich an der Stelle nur sagen, bitte, 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 tut das nicht. Einerseits ist es für den Triebfahrzeugführer in den meisten Fällen ein riesiger Schrecken, den er ihm da einjagt. Oder der Triebfahrzeugführerin, je nachdem. Und andererseits ist es natürlich Gefahr für Leib und Leben.
Deswegen macht so ein, ja, ich sag mal, Mist nicht. Faltet euch ordentlich. Nehmt die, ja, ich sag mal, öffentlichen Verkehrswege. Und dann sollte das auch alles unproblematisch, möglichst unproblematisch klappen. So, Türen auf. Und hier wieder für die Fahrgäste rein und raus springen ist angesagt. Wir können mal ganz kurz hinten noch in die Wagen reingucken. Ja, typischer Großraumwagen eigentlich. Und hier eben komplett für die zweite Klasse. So, habe ich auch gerade noch gesehen. Genau, die Bedientafel ist auch noch hier hinten, wo man dann eben ja, Batteriespannung etc. ablesen kann. Handbremse hier unten, braucht man ja auch alles im Wagen. Ja, auch die Sitzpositionen sind hier hinten anwählbar. Mit der Taste 5 kann in die Wagenansicht hineingesprungen werden. Und ja, wer möchte, kann dann eben auch die Fahrt aus dem ja, Sitz hinten im Zug genießen. So, Leistung langsam aufschalten, wenn wir mit der Bremse bei 1 bar Bremszylinderdruck angelangt sind. Damit wir hier eben nicht die Gefahr eingehen, zurückzurollen. Und außerdem lösen wir dann dadurch auch die AFB-Haltebremse. So, mit der Freitaste befreien wir uns ausnahmsweise schon mal. Bis auf 60 beschleunigen wir diesmal nur. Ich gehe davon aus, dass es hier auch 60 sein werden. Eben laut Signalbegriff. Genau, 60, ganz normal. Alles schön ordentlich gemacht. Und wenn wir den Weichenbereich verlassen haben, dann können wir auch auf Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. Oder beziehungsweise für uns sind es halt 160, die wir fahren. Schneller werden wir nicht. So, nächster Halt ist dann Pasching. Oh, 1 Kilometer. Na dann. So, Weichenbereich ist verlassen. Noch sehe ich den Haltepunkt nicht, aber die Haltepunkttafel kommt schon. So, wenn wir bei 100 angelangt sind, dann ziehen wir gleich schon mal am Führerbremsventil. Oder komm. Da ist der Bahnsteig gerade plötzlich aufgeploppt. Aber wir haben gerade so viel Bremskraft zur Verfügung. Das ist echt genial. Deswegen wurde auch der Taurus von vielen Triebfahrzeugführern bei der Deutschen Bahn, bei DB Regio, sehr, sehr, sehr gerne eingesetzt. Oder auch immer noch sehr gerne eingesetzt. Gerade vor Doppelstockzügen im Raum ja, Dresden, im Raum Berlin. Da kommen sie ja noch zum Einsatz. Da habe ich persönlich eigentlich nur sehr Gutes gehört. Weil eben gerade was das Anfahren und was das Beschleunigen angeht, da sind die Lokomotiven echt einsame Spitze. Die haben so viel Leistung unter der Haube, da kann eigentlich kaum eine andere Lokomotive aktuell so ja, mithalten. Ich meine, Maschinen wie zum Beispiel der Vectron etc., klar, die sind auch genial, was die Leistung angeht. Aber der Taurus, der ist da, ja, wirklich einsame Spitze, habe ich so das Gefühl. Und gerade eben im Personenzugdienst, ja, ein wirklich tolles Fahrzeug. Und gleichsam als, ja, sowohl Mehrsystem-Elektrolokomotive als auch als, ja, multifunktionale Lokomotive, also sprich für Personen- und Güterzüge geeignet. Also eigentlich das ideale Fahrzeug für die Eisenbahnverkehrsunternehmen. Was unter anderem auch ein Grund sein wird, wieso der Taurus ja, auch bei einigen privaten EVOs vertreten ist. In Deutschland beispielsweise die MRCE-Dispolok-Familie. Dann die Mittelweserbahn hat auch einen Taurus. In Österreich die österreichischen Bundesbahnen. Und das sowieso als Standardlokomotive schlechthin. Dann in Deutschland bei Flixtrain, wobei die Lokomotive angemietet sein müsste. Die müsste eigentlich einen anderen Fahrzeughalter haben.
dann ehemals Dispo-Lok, ne? Aus dem Siemens-Lokomotiv-Pool. Und ansonsten, ja, DB Regio. Bei DB Cargo waren sie auch lange Zeit. Da wurden sie vor dem Parcel Intercity eingesetzt. Oder Parcel Intercity. Je nachdem, wie die Betonung da liegt. So, dürfen wir da runterbremsen auf 160. Und nächster Haltepunkt in rund 3 Kilometern. Ja, ansonsten, ich glaube, RTS hat noch einen Taurus. Also diese Baufirma mit den orangenen Lokomotiven. Genau, Adria Transport. Aber das ist ja nicht in Deutschland vertreten, das EVU. Ja, ja, ja. Alles gut, liebe LZB. Die 120 sind noch gar nicht... Was macht denn das Fahrzeug heute? Bremsen sind aber angelegt. Ja, jetzt kriegen wir hier wahrscheinlich eine Zwangsbremsung rein, aber... Ich verstehe jetzt nicht, warum. 160 sind noch die ganze Zeit schon angesagt. Ich meine, dass da ein anderes V-Stil angeschrieben war, ja. Kein Problem. Nochmal Freitaste drücken. Zugbeeinflussung. Na, was macht man jetzt? Haben wir hier einen Bremse-Lösen-Knopf? Ja, in Realität haben wir den. Aber im Spiel natürlich nicht bedienbar. Na, lösen wir aus. Ja, wir lösen aus. Größe, Kollege. Du stehst nicht, du rollst noch. Ich stehe. So, mehr Leistung bitte. Und dann sind die Bremszylinder auch auf 0 bar Druck. Sehr gut. So, Zug ist auch wieder voll aufgepumpt. 5 bar in Hauptluftleitung. Und der Hauptluftbehälter, der hat auch noch genug. So, freie Fahrt erwarten. Laut dem ja, Vorsignal Nachahmer. Ein grünes Lämpchen am Hauptsignal und 2 am Vorsignal. Also freie Fahrt und freie Fahrt erwarten. So, und dann runterbremsen. Das auch etwas schneller, bitte. Und dann der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, dann kommt die Ankündigung für 120. Mal ruhig den Zug noch ein Stückchen nach vorne rollen lassen. Dann die E-Bremse reinknallen. Und dann die Luftdruckbremse hinterher. So, wir halten heute irgendwie immer ziemlich weit hinten am Bahnsteig. Ich meine, gut, unser Zug ist nicht allzu lang, aber trotzdem, wir sollten es nicht übertreiben. Ruhig ein Stückchen weiter vorfahren, weil die Lokomotive muss sowieso nicht am Bahnsteig stehen. Aber dennoch. Am besten so anhalten, dass man eben allen Passagieren ja, den Weg möglichst kurz macht. Denn auch das hat natürlich im Endeffekt in der Realität einen Einfluss auf die ja, Haltezeit des Zuges. Denn erst wenn alle drinnen sind, die eben schon am Bahnsteig stehen, erst dann können und sollten wir abfahren. So, Türchen gehen zu. Normalerweise machen wir dann hier noch ganz kurz unseren Prüfblick aus dem Fenster raus. Auch wenn das Türschließsystem ja, blockierte Türen etc. erkennen würde. Aber von den meisten EVUs ist es eben gefordert, dass die Triebfahrzeugführer bitte aus dem Fenster nochmal rausgucken. Eben um zu sehen,
ist da jemand in der Tür eingeklemmt. Wenn es um so Geschichten geht wie Zwangsschließen, dann sowieso. Bei TB0 müsste es auch grundsätzlich eigentlich gelten als Sicherheitsmaßnahme, damit da niemand irgendwie in der Tür hängen bleibt. Und ja, ich weiß jetzt zwar nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, da ist es so. So, 120 anpeilen. Denn die sollen wir in 500 Metern fahren. Ja, LZB Ende, ich hab's gesehen. Freitaste drücken. Haben wir auch gemacht. LZB Ende hat sich, ich nenne es jetzt mal, aufgehoben. Und nächster Halt ist dann bereits Linz am Bahnsteig Nummer 1. In 3 Kilometern. Ja, die gesamte Strecke, ich erwähne es nochmal ganz kurz, führt eben von Passau über Wels nach Linz. Wir können uns das Ganze auch gleich nochmal ganz kurz in der Übersichtsansicht anschauen. Ne? Hier ist Linz, da unten ist Wels. Den Abschnitt sind wir gerade gefahren. Und dann Langsamfahrt mit 60 erwarten. Zug beeinflussen. Zug beeinflussen. So, erstmal runterbremsen und dann gucken wir uns, wenn wir angehalten haben, im Bahnhof. Oh doch, komm. Wir können erstmal noch... Na, davon kommt schon mal ein Bahnsteig, aber das ist noch nicht unserer. Ja, die 60 haben wir sowieso schon unterschritten. Gut, dann können wir auch ganz kurz lunzen. Und der Teil hier führt dann eben von Wels hoch in Richtung Passau bis nach Deutschland rein, weil bekanntlicherweise liegt Passau in Deutschland. Das ist so quasi, ja, der letzte Bahnhof nochmal vor der Grenze, der letzte größere Bahnhof vor der Grenze. Und dann geht's auf, ich nenne es jetzt mal, auf offener Strecke eben über die Landesgrenze hinweg, wo dann aber gleichsam... Mit 15 kV, also 15.000 Volt Wechselspannung und das bei 16,7 bzw. 16,2 Drittel Hertz gefahren wird. Also oberleitungstechnisch ändert sich da, ich sag mal, in der Hinsicht des Stromes nichts. Was Schleifleisten angeht, müssten die eigentlich auch in Deutschland wie in Österreich kompatibel sein. Aber, und das ist ganz wichtig, zulassungstechnisch kann sich da einiges ändern. Deswegen nicht jedes Fahrzeug, was in Deutschland fahren darf, ist auch automatisch in Österreich zugelassen. Da gibt es unterschiedliche Regularien, unterschiedliche Aufsichtsbehörden und auch Triebfahrzeugführer, die eben über die Landesgrenzen hinwegfahren. Die haben dann entsprechend ja auf beide Systeme geschult zu sein oder sollten auf beide Systeme geschult sein. Weil offensichtlich gibt es in Österreich andere Signale, als dass es in Deutschland der Fall ist. Und damit man eben dort keine Probleme bekommt, wird das Personal darauf geschult. So, jetzt sollen wir ganz kurz gucken, wo wir anhalten sollen. Es ist nur gesagt Bahnsteig 1. Abschnitte sind nicht gegeben. Zwei weiße Lämpchen können wir problemlos dran vorbei. Da brauchen wir auch nichts drücken. Und dann geht's hier in Linz Hauptbahnhof hinein. Also ich würde mal vorschlagen, ja, wir halten vorne am Ende des Bahnsteigs an. Wenn der hier schon für mehrere Abschnitte ausgelegt ist. So können dann eben optional hinten noch in dem anderen Bereich andere Züge einfahren. Und wir blockieren die nicht. Eben hier hinter diesem Bahnsteig-Trennungssignal anhalten. So, langsam am Führerraumsventil ziehen. Und damit war es das dann auch heute schon für diese relativ kurze Fahrt. 30 Minuten Fahrzeit sind ungefähr angeplant. Ob wir das eingehalten haben oder nicht, das kannst du ja unten in der Timeline auf jeden Fall sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit.
und für das damit verbundene Interesse an der neuen Strecke Passau-Linz. Von RSSLO ist erhältlich auf der Webseite unter www.rsslo.com. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen noch einmal und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne wünsche ich dir allseits gute Fahrt, viel Spaß im Trainsimulator, vielleicht auch sogar mit dieser Route und ja, kannst ja mal deine Meinung unten in die Kommentare hineinschreiben. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal und allseits gute Fahrt.